So, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, hier ist wieder euer Ravenite mit Let's Play Mega Man 2. Wir sind jetzt beim Boss-Content angekommen. Mal schauen, was hier kommt und zukommt. Oh, Heatman. Ja, Heatman war anfällig gegen Bubble Man. Das wissen wir ja noch. Wir werden auch jetzt im Boss-Content dazu kommen, mal Heatmans Waffe in Action zu sehen. Denn sie war die erste Waffe, die man aufladen konnte, wenn ich mich recht entsinne. Und Heatman war natürlich jetzt ganz schnell Geschichte. Als nächstes gehen wir jetzt zu... Mal gucken, wer jetzt kommt. Airman. Ja, Airman. Airman Yatausenai. Oh ja. Sehr faires Schema jetzt. Ja, immer noch faires Schema. Und jetzt nehmen wir mal das Leaf Shield. Seht ihr den Schaden? Ja. Airman auch wieder schnell hinter uns gelassen. Das läuft ja wie das Blitzewagen. Mal gucken, was jetzt hier auf uns zukommt. Das nächste ist... Ah, Woodman. Genau da sehen wir jetzt Heatmans Waffe. Man kann sie aufladen, ihr seht es schon. Nein, Mega Man hat keine Leuchtkrankheit. Er leuchtet einfach nur ein bisschen. Hui. Und auch Woodman ist Geschichte. Natürlich verbraucht man dadurch Heatman sehr schnell. Aber das sollte nicht das Problem sein. Mal gucken, wer jetzt hier auf uns zukommt. Oh, Bubble Man. Ja, Bubble Man ohne Spikes. Gar kein Problem. Wir haben noch ein paar Metal Blades, glaube ich. Oh ja. Haben wir noch zu Genüge. Ach ja, da kann man auch schön die Schwäche von Metal Man gleich zeigen. Die unglaubliche. Da rechnet eigentlich auch selten einer mit, dass die Entwickler sowas eingebaut haben. So. Mal gucken, wer jetzt als nächstes kommt. Oh, Quickman. Ja. Quickman. Quickman schwächen wir erstmal ein bisschen mit Flashman. Vor allem die Stage ist jetzt eben. Das heißt, wir müssen uns jetzt ganz clever anstellen. Nicht so wie ich jetzt. Oh, der springt ja mehr. Das gefällt mir nicht, der rennt jetzt wieder. Wow. Okay, lass das doch mal sein, ey. Da bringt dir doch nichts. Mann, verdammt. Das war aber knapp. Also, ja, Quickman, würde ich mal sagen, heben wir uns für später auf. Gehen wir mal zum nächsten jetzt. Ah, Crashman. Crashman, Airman. We can just be Airman. Nein. Na. Diese schwule Sprungtaktik von dem. So, jetzt sind wir voll aufgeladen. Jetzt können wir eigentlich zu Quickman gehen. Sollen wir es tun? Ja, machen wir. So, Quickie, jetzt bist du fällig. Ich weiß nicht, ob er jetzt sofort springt. Ja, er springt. Bis jetzt hat er noch keine Boomerang geworfen. Das hat mich schon ein bisschen verschmutzt. Ui. Ui. Ja, sicher. Stirb doch einfach mal, wenn ich die letzte. Oh, Pfeife. Wow. Wow. Ja, sicher. Seht ihr jetzt, warum ich ihn hasse? Seht ihr jetzt, warum ich ihn hasse? Ein Treffer. Ja, Quickman auch besiegt. Wunderbar. Also bis jetzt läuft das Boss-Gauntlet ganz gut. Mal gucken, wer jetzt hier kommt. Oh, Metalman. Metalman-Schwäche, ja. Metalman-Schwäche ist sehr schön. Metalman ist gegen seine eigene Waffe anfällig. Auch wenn ihr es nicht glaubt, seht ihr? Ja, zwei Schüsse und er ist weg. Als letztes müsste jetzt Flashman kommen. Mal schauen. Flashman. Flashman, du bist mein. Ja. Gegen ihn hatten wir letztes Mal gar keine Probleme. Auch diesmal so gut wie gar nicht. Ja. Recht gut aufgeladen haben wir das Boss-Gauntlet hinter uns gelassen. Und jetzt geht's in die nächste Stage rein. Oh ja. Mega Man muss gegen Wily kämpfen. Ah, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Schwäche ist. Ah ja. Schon gefunden. Das ist diese tolle Murmel hier. Eigentlich gar nicht so schwierig. Nicht so dran steht wie ich. So, ja. Das war der erste Teil, Wily. Allerdings werden wir den zweiten Teil nicht zu sehen bekommen. Ich habe mich nämlich ganz dumm angestellt. Ja, die Schwäche dieses Gegners, weiß ich nicht was. Quickman? Ich könnte es mal ausprobieren. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, welche Schwäche das war. Mal schauen. Wenn es Quickman wäre, wäre natürlich super. Nein, Quickman prallt ab. Ja, Woodman. Woodman prallt auch ab. Ich mache jetzt erstmal hier so ein paar Tests. Bubbles prallen auch ab. Wozu sollen die denn noch zu gebrauchen sein? Hm? Nee, Item Nummer 3 bestimmt nicht. Nehmen wir den Megabuster. Ach ja, guck mal. Der macht's ja gar nicht mehr so schlecht.
Wenn du mal immer treffen würde. Oh ja. Läuft doch schon viel besser als rein mit den Metal Blades. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sicher, ihr solche, Springkugeln hier. Warum springt er nicht, wenn ich drücke? Warum springt er nicht, wenn ich springen drücke? Ja, egal. Wir haben uns ja auch eh ein bisschen viel Zeit gelassen. Ja. Schauen wir mal jetzt. Jetzt aber. Jetzt müsste das klappen. Ich habe ja genug Leben. Irgendwann klappt das schon. So. Oh. Das war natürlich ein ganz schlechter Anfang. Jetzt haben die Kugeln auch noch ein anderes Pattern, oder was? Ja, super. Mann, ich hätte mich doch gar nicht getroffen. Das könnt ihr doch gar nicht beurteilen. Dummer Hund. Dummer Hund. Doch mal Willi. Oh, wieder gestorben. Aber ich habe ihm jetzt zumindest mal die Hälfte weggehauen. Egal. Wir machen weiter. Ich lasse mich da jetzt nicht unbeunruhigen. Ich habe den wichtigsten Gegner besiegt. In meinen Augen vorerst. Ich darf mich nur nicht von diesem Gegner treffen lassen, ja. Ich denke, von dem hier so gut wie gar nicht getroffen werde, dann sieht es gut aus. Ja, jetzt läuft es doch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir ein gutes Polter. Ich bin gar nicht in den Reihen gesprungen, werde aber trotzdem getroffen, Leute. Wie geht das? Hä? Was? Wieso das denn? Ja, egal. Wie viele Leben haben wir denn jetzt noch? Oh, 4 Stück von mal 11. Ja. Wir dürfen uns nur nicht zu nah an Wily dran stellen. Das ist immer so ein riskantes Spiel. Da. Ja. Die langen Kugeln. Die langgezogenen. Oh. Ich habe langsam das Schema von dem ersten Wily zumindest schon mal raus. Ja. Okay. Jetzt läuft es besser. Ein Treffer noch, komm, ein Treffer noch, Mega Man. Jawohl. Jawohl. Das war's für ihn. Und jetzt? Was soll das denn jetzt? Eine weitere Stage? Hm. Das war doch wohl sowas von eindeutig. So, wir fallen jetzt quasi runter. Wie man sieht. Und ja, ohne Ton. Hm. Was soll das nur bedeuten? Ja, liebe Freunde, wir sind kurz davor, glaube ich, das Spiel zu beenden. Ich mache an dieser Stelle einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Mega Man 2. Spart the Raven halt nimmer mehr.